Studien an Kindern, ein Thema, das natürlich besonders die Eltern aufregt, aber auch natürlich Ärzte. Die Frage stellt sich, sind da alle vor einer Pharma-Lobby sozusagen in die Knie gegangen? In Deutschland gibt es darüber auch schon eine sehr heftige Diskussion. Bei uns wollen wir darüber mit Dr. Christoph Baumgärtel von der AGES sprechen. Schönen guten Abend, danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich gebe die Frage des einen Vaters, den wir jetzt gesehen haben, gleich weiter. Geht man hier vor der Pharma-Lobby sozusagen in die Knie? Ja, schönen guten Abend erstmals. Freue mich, dass wir dieses wichtige Thema heute hier diskutieren können. Man muss ja ganz klar sagen, warum betreiben wir Arzneimittelstudien an Kindern oder warum verlangen wir es in der Europäischen Union? Wir sind in einer Situation, wo wir in den letzten 40 Jahren diese Studien eigentlich leichtfertig als unethisch abgetan haben. Natürlich, Kinder sind absolut schützenswerte Individuen, das sehen wir natürlich ganz genauso, aber genau eben weil es so ist, wollen wir, wenn wir Kinder zukünftig mit Arzneimitteln behandeln, gute Daten haben, auf denen diese Behandlung beruhen kann. Und diese Daten haben wir derzeit nicht. Sie kennen sicher die Diskussion, die aus Deutschland auch zu uns gekommen ist. Dort muss man quasi auf die Ethikkommission verzichten. Das deutet darauf hin, dass man gewisse ethische Grundsätze quasi vernachlässigt oder über Bord wirft. Kann man das tun bei Kindern? Nein, ich verstehe auch insofern jetzt Ihre Frage nicht, weil diese Information ist auch nicht richtig. Also für jede Arzneimittelstudie ist eine Ethikkommission verpflichtend gefordert, auch in Österreich, auch in Deutschland, in jedem anderen Land der zivilisierten Welt. In Deutschland wird man darauf verzichten, das ist die Diskussion, die in Deutschland, nicht in Österreich, in Deutschland. Also von Deutschland glaube ich auch nicht, weil Deutschland ist auch ein Teil der Europäischen Union, wir haben europäische Gesetze und auch Deutschland braucht eine Ethikkommission für Kinderstudien. Das kann ich Ihnen hier garantieren, das ist so. Und auch gilt das natürlich für Österreich. Wir von der Arzneimittelbehörde, wir von der AGES sind gemeinsam mit der Ethikkommission dafür verantwortlich, wenn eine Kinderstudie geplant wird, dass es ein positives Votum von einer Ethikkommission gibt und dass es auch von unserer Behörde, von der AGES, eine Prüfung gibt, die diese Studie zulässt. Und das ist die Vorbedingung, dass so eine Studie überhaupt getan, durchgeführt werden darf. Jetzt können sich die Kinder ja nicht dagegen wehren, können sich die Eltern dagegen wehren? Selbstverständlich. Also wehren kann sich jeder dagegen. Eine Studie, das sagen die Gesetze, das sagen die Richtlinien, das sagt die Ethik der klinischen Forschung. Eine klinische Studie ist immer nur freiwillig. Das heißt, niemand wird gezwungen. Wir würden uns natürlich wünschen, dass möglichst viele Eltern dieses Vertrauen aufbringen, ihr Kind in eine kontrollierte Studie zu geben, die natürlich sicher ist, weil sie so gut kontrolliert worden ist. Und es ist oft so, dass Kinder in Therapie in einer Studie wesentlich sicherer sind, als wenn sie jetzt irgendwo in einem Setting behandelt werden, wo das niemand kontrolliert. Haben Sie selber Kinder? Ja, ich habe auch Kinder. Würden Sie Ihre Kinder in eine solche Studie hineingeben? Ich möchte Ihnen darauf sagen, dass, wie ich schon zuvor gesagt habe, wenn, und ich weiß es von Ihnen, Herr Fischer, Sie haben auch eine Tochter und ich glaube, viele unserer Fernsehzuseher haben auch Kinder. Wenn Kinder in der Situation sind, dass sie eine schwere Erkrankung haben und eine Therapie brauchen, dann würden wir uns, glaube ich, alle für unsere Kinder wünschen, dass die nicht mit Arzneimitteln behandelt werden, wo wir nicht wissen, was tun die mit den Kindern, welche Dosierung brauchen wir, welche Nebenwirkungen sie haben. Und die Voraussetzung dafür, dass wir in Zukunft unsere Kinder noch sicherer behandeln können, ist, dass wir in kontrollierten Bedingungen diese Daten auch erheben. Aber Sie legen den Finger auf die Wunde. Sie wissen nicht, welche Nebenwirkungen bei solchen Studien passieren. Meine Frage war, würden Sie Ihre eigenen Kinder für eine solche Studie zur Verfügung stellen? Ich glaube, die Antwort wäre nein, oder? Nicht unbedingt. Ich möchte hier schon korrigieren, es stimmt nicht, dass wir nicht wissen, welche Nebenwirkungen auftreten. Kinderstudien werden erst dann gestartet mit bekannten Substanzen, von denen man sehr gut weiß, was für Nebenwirkungsprofile sie haben. Das heißt, wir experimentieren nicht an Kindern einfach herum, sondern wir geben Studien erst dann frei, wenn wir sicher sind, dass hier mit größtmöglicher Sicherheit kein Risiko ist und der Nutzen dieses Restrisiko, was man natürlich nie ganz ausschließen kann, deutlich überwiegt. Also das Restrisiko, von dem Sie hier gesprochen haben, wird wahrscheinlich sehr viele Eltern abhalten, Kinder für Studien zu verwenden. Sie müssen das Risiko in Relation setzen. Das Risiko, wenn Sie Kinder mit Arzneimitteln behandeln, von denen wir nicht wissen, wie sie an Kindern wirken, ist deutlich höher als in einer Studie. Herr Dr. Baumgärtel, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio und wir, meine Damen und Herren, kommen zum Wetter. Ja.